Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Okay. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch. Hey, verrat uns deinen Namen. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha, auf die Top-Auswahl und die Kommission. Prost. Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die 5. Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets, meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Video hier bei Monster Hunter World, ein neues Spiel. Es soll jetzt auch wöchentlich als Video in eurer Abo-Box oder wie auch immer sein. Und mit mir dabei ist wieder Periton, aber erstmal müssen wir uns, glaube ich, bewegen. Das ist der Tutorial Level. Tutorial Level, Bitch. So sieht's aus. Sprinten. Okay. Oh, shit. Ja. Wand erklimmen. Okay. Bis jetzt mache ich alles mit einem. Oh, hey, du bist es. Die nur Standardteile erstmal. Ja. Ja. Okay. So, wir können jetzt bewegen und sprinten. Okay. Das haben wir wenigstens schon mal gelernt, sagst du? Ja. Ja, gut. Kletter, mein Freund. Das Schiff jetzt hoch, oder was? Ja. Oh ja. Ist auch krass, dass man hier auch jetzt die Kletteraktion hat und so. Hm. Nee, doch nicht. Oh shit, was war das? Lol. Oh, okay. Kletter durch zum Mongo. Oh, okay. Boah, wie der da hochklettert, das sieht so scheiße aus. Oh, wahrscheinlich ausweichen. So, okay. Ja, ich bin ja wieder. Ich bin ja noch einen Ticken weiter jetzt. Mhm. Ich bin ja schon die Wand da erklommen und ja, da oben sind ein paar Vieh, ja. Oh shit, ich wurde getroffen. Oh shit. Ja, okay. Ja. Ah, per Anhalter geht's weiter, sagt sie. Nein, der Boden bewegt sich wieder. Wow. Okay. Was ist das für ein Viech, ey? Gut, das siehst du jetzt sofort. Alter. Ja. Alles klar, kann man mal machen. Ist wahrscheinlich der Endgegner. Oh ja, das ist auf jeden Fall nicht irgendein Zwischenboss. Nee, das Ding sieht nicht aus wie ein Zwischenboss. Die neue Welt. Die neue Welt. Chaka. Batz, 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 batz. Und es lädt wieder. Ach, okay, ich bin angekommen. Ich bin auch gerade im Ladebalken. Ich denke, da werden auch gleich die ganzen Tutorials kommen. Gott, wie viele Tutorials hat denn dieses Spiel? Ich weiß es nicht, aber es soll ja auch alles erklärt werden. Na ja, klar, stimmt schon. Okay, Karte öffnen. Ach, hier sind wir jetzt. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ah, ein Lager. Ja. Begib dich zum Lager. Hallo. Das habe ich im Zelt gefunden. Okay. So, Karte. Ein Teil einer Karte. Sieht aus, aha, als seien wir ungefähr hier. Und da wollen wir hin. Ja, so sieht's aus. Ja, super. Ja, das gibt noch was. Uralter Wald. Na, dann mal los. Gib Gummi. Also ich denke, wir müssen das jetzt alles hier, das ist quasi gehört als zum Tutorial,
Das müssen wir alles alleine, glaube ich, machen. Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Okay, das sieht schon cool aus. Ja. Begib dich zum Hauptquartier der Forschung. Okay, mache ich. Dann merkst du halt, dass es auch schon irgendwie verbandelt ist mit Horizon Zero Dawn, ne? Ja, es gibt sogar exklusiven Inhalt für Horizon Zero Dawn. Los, auf geht's. Ja? Ja, ohne Scheiß, steht auf der Packung drauf. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aber das merkst du halt, die Viecher sehen ziemlich ähnlich aus. Ja klar, ich meine, bei Horizon waren es Roboter, das stimmt schon, aber so von der Gestaltung her. Wo sind jetzt die Bitch? Ja. Da lang. Die Abdonuts scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Ja, das stimmt wohl. Oh shit. Ich glaube, wir treffen gleich unseren ersten Gegner. Ja, das denke ich halt auch. Drück dich durch die Rampe. Soll mal laufen, ey. Weißt du, ich bin 3 Kilometer voraus. Durch die Ranken. Oh. Ja, genau, da bin ich auch. Ja, ach, die labert nur, folge den Spähkäfern. Ja, um wieder zurückzukommen, oder was? Okay. Wo ist eigentlich die Katze? Ich hab keine Ahnung. Das sieht nach einem Gegner aus. Ja, nicht nur einer. Ah, oh, ja. Da war gerade der. Oh, oh. Oh. Ja. Jetzt. Oh. Ja, okay, jetzt sehe ich. Soll ich machen? Soll ich laufen? Ach so. Ha, ich hab mich versteckt, Fotze. Ja. Ich bin doch schon, lauf doch. Verstecken. Okay. Boah. Das war's. Oh. Wow, ich bin so gut versteckt. Unglaublich. Gerade eben hat er mir noch einen Hit verpasst und jetzt habe ich mich direkt an der gleichen Stelle versteckt. Alles gut. Wunderbar. Jetzt geh doch durch die Ranken, du Fotzeleger. Trophäe erhalten. Ja. So. Komm schon. Move. Wildexpertin, deren Name es nicht gibt. Die heißt einfach Wildexpertin. Lauf. Schneller. Nichts kann uns aufhalten. Ja, okay, klettern wir hier runter. Zack. Oh Gott, wie klettert man denn runter? Einfach. Oh Gott. Okay. Nein, ich war noch nicht ganz unten und hab wieder nach vorwärts gedrückt und jetzt läuft er da hoch, der Mongo. Gut. Warte, hier ist etwas. Ja, Hühnchen oder Truthahn. Ja, was war denn das jetzt? Ach, das ist schwul Leuchtgewächt. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Ja, komm, dann erzähl mir die Tutorials hier. Voll. Tausch mich doch für eine Spur. Ja. Okay. Oh, das sieht cool aus, würde ich sagen. Oh, das ist echt ein bisschen größer. Jetzt kommt's hier. Schädelwumme. Zack. Ah, nee, da haben wir doch schon Leute. Müssen wir uns das jetzt anschauen, wie der den reitet. Ah! Hier entlang. Da entlang, schnell. Ja, ich würde mich ja gern bewegen. Ja. Ah, wir laufen jetzt einfach hinter dem Ding her. Ja. Easy. Hört sich nach einem Plan an. Bewegung. Ja, ich komm doch. Oh ja, alles klar. Ah, der ist nur ein bisschen größer. Ja.
fuck, the shit, I'm out. Alter. Boah. Schreit nicht so rum, ey. Macht doch Panik, Leute. Alter. Warte, der Patrol Shock 4 ist fast leer. Nehmen wir schnell mein Ladegerät. Mach das. Ach du Scheiße. Ja, sicher. Vielen Dank. So. Das Schwert, was der Typ anhat, das hatte ich im Monster Hunter. War es 1 oder 2? Ich glaube in 1. Ich habe dann mich mit Großschwertern gekämpft. Fand ich ziemlich cool. Speichervorgang. Hier gibt es ja auch Lanzen und Gewehrlanzen und so. Na, mit fetten Schilden. Ich werde auf jeden Fall irgendwas mit Schild nehmen. Ja, da gibt es das normale, das Standardteil. Das ist Schild und Schwert. Yeah. Dann gibt es Lanze. Gewehrlanze und noch irgendwas mit Lanze, aber ich habe das eine vergessen. So, der Ladebalken ist gefühlt unendlich lang. Da gibt's sogar extra einen Buffer-Klasse. Nee, das gut. Ist... Ich versuch, das Ding? Prinzipiell erstmal alles wegzutanken. Und wenn das nicht geht, muss ich mir was anderes überlegen. Aber bis jetzt habe ich in jedem Spiel, das ich gespielt habe, getankt. Oder halt Formel 1. Ja. Alles klar, da ist die Stadt. Ich denke, gleich können wir uns verbinden und anfangen zu zocken. Cool. So. Der Rest das der richtig cool. Ist schon da. Ja, das wäre echt cool. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Ja gut, das Schwert von dem sieht einfach Hammer aus. Ja, das ist schon imposant. Ja, tatsächlich, das sind die anderen Mongos. Hey, ihr habt es geschafft. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Ja, ihr wollt suchen. Lügner! Ja, saßen da und haben Bier gesoffen. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Ja, macht euch ab, Leute. Sonst gibt's gleich Air. Ja. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das Handelshof. Das ist das, was meine Großeltern immer zum Globus sagen. Das, wir fahren jetzt zum Handelshof. Ja, das höre ich oft, wenn Leute das sagen. Und dann denke ich mir so, Handelshof? Das wäre zum Globus. Ja, Handelshof ist zum Globus. Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Ich habe aber auch eine Review geguckt, eine kurze, von Game 1. Mhm. Oder von Game 2. Und da gibt es manche Quests, die muss man alleine bestehen. Na nee, gut, das ist, wenn sowas kommt, ist das ja nicht so tragisch. Hauptsache, man kann zusammen spielen. So, jetzt kommt der Mongo und sülzt uns noch voll. Ah, doch nicht. Na doch. Willkommen in Austria. Schön, ja, dass ihr da seid. Ja. Schaffen würdet. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären, allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt, kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht, das arme Ding wurde vor kurzem hier angespielt. Yay! Also schau dich Nachher um, ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun dann mal los. Das Lustige ist, der hat nur so gesagt, ey, und ja, geht schon. Oder alles klar, mehr hat der Typ nicht gesagt, der Rest war Text. Ich weiß. Kann ich mich jetzt umsehen oder muss ich den Wichser folgen? Wir müssen folge dem folgen. Anführer des Feldteams, ja, um dein Kätzchen zu holen. Yay. What the fuck? Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Ja, ah, da ist die Schmiede. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen schmieden. Ja, da muss ich ja auch schmieden. Da muss jeder schmieden. Mhm. Oh, das heißt, es gibt Farmerei, Alter. Ja, richtig.
Wenn man eine richtig fette, geile Rüstung haben will. Ich find's so lustig, dass diese Wildexpertin sich immer noch nicht vorgestellt hat und der Anführer des Feldteams auch weiterhin Anführer des Feldteams ist. Und nicht irgendwie, hallo, ich bin Karl-Heinz oder sowas, ja? Ja, ja. Und die Wildexpertin ist immer noch Wildexpertin. Schlecht, ey. Scheiß auf Namen! Kann ich auch mal hier rennen? Nein, kannst du nicht. Ah, Cutscene. Nein, das ist Schmiede. Ja, du wirst oft hier sein. Ja, das glaube ich auch. Schau dir das an. Die Feldexpertin. Nein, möchte ich nicht, vielen Dank. Wahrscheinlich ist das... Ja, ja, bleib erstmal da. Folge dem Anführer. Ja, ja, die geht ja eh auf die Eier. Der läuft aber nicht weiter. Okay, doch. Doch, jetzt, wenn du zu dem gehst. Ich stand direkt an dem dran und der hat trotzdem erstmal dumm in die Schmiede geguckt, dass die Alte sich wieder auf ihn zubewegt hat. Kätzchen? Nicht mein Kätzchen. Ja, ja dann geh doch, Junge. Ja, lauf doch. Die Kantine dass ist da die Treppe hochging, habe ich mir fast gedacht, dass es nicht an der Seite in den Fluss reingeht. Ups, ich habe das ist also die Kantine. Das ist eine geile Kantine. Eine Open-Air-Kantine. Das war geil. Die Katze oben auf dem Bierfass kraut sich die Eier. Ja, Mann. Da drüben ist sie. Das ist mein Kätzchen. Maru. Das Lustige ist, sie hat sogar so ein Täschchen. Auch mit, so aussieht wie so ein Katzengesicht, ne? Ja, mit so einer Feldflasche. Ja. Ja, ja, ja. Hast du schon immer nicht vorgestellt, Bitch. Ja. Also haben wir Barbarossa, Garfield und Wildexpertin. Gut. Sie berufen den Rat. Und da ist der Anführer des Feldteams. Das ist der Anführer des. So, jetzt kommt die Ratssitzung. Boah, das ist aber ein großer Rat, mein lieber Mann. Boah, die eine Katze ist riesig. Ja, da jetzt alle hier sind, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Der liest, der spricht das sogar alles, muss nur X drücken. Das ist krass. Die fünfte Flotte endlich Astera. Ja, der spricht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und los. Die labert natürlich wieder direkt. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. So, jetzt gibt's endlich mal einen Namen. Küperin. So, na, Zora Magdaros, das ist das Vieh. Das neueste Monster der ja, dieser Vulkan auf dem Rücken. Zora Magdaros, ein riesiges ja. Monster mit einem Vulkan auf dem die Forschungskommission. Ich rufe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Ja, die haben alle voll geile Namen. Technikchef, Analytiker, Ökologe, Chefökologe, Entschuldigung. Und Kommandant. Er ist weiterhin Kommandant. Na klar. Ja, okay, dass der Kommandant heißt, das ist ja nicht so schlimm. Aber Anführer des Feldteams finde ich schon extrem billig. Und Wildexpertin. Ja. Ich will endlich mal ein paar Namen hören. Ich dachte, alle stellen sich vor. Hier hat sich keine Sau vorgestellt. Jeder hat nur gesagt, ah, ich bin dafür zuständig. Deswegen heiße ich so. Meister der zweiten Flotte, jawohl. Die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Wegtreten. Hast du sie gerade ziehen lassen? Ja. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Frage. Alter, das hört man. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Okay. Oh Gott. Danke. Jetzt babbeln die wieder nicht mehr, gell? Na. Ja, krass, das waren diese gelben, glaube ich. Ja, krass Problem, aber dafür brauchst du hier zuerst drüben. Eine Waffe. Hier drüben. Yay. Der Anführer des Feldteams sagt so geile Sachen wie hier drüben. So. Lauf jetzt. Das ist unser Haus. Dein Raum. Alles klar. Dein Raum. Ist das mein Raum? Ja. Ja. Dein Raum. Rein da. Das ist quasi, glaube ich, wo wir speichern können und da haben wir auch eine Beutetruhe. Ja. Alles klar, das ist wie in den alten Teil. Rüste eine Waffe aus der Objekttruhe aus. Okay. Oh. Die Katze fühlt sich direkt wohl und hat sich erstmal hingehockt. Die hat einen Stein rausgeholt. Ah, da ist noch eine. Ja, und meine Katze hat einen Stein rausgeholt. Ein Stein?
Stein mit einem Gesicht. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Ja, Ausrüstungstruhe hier. Zack. Ausrüstung ändern. Die 14 Jägerwaffen. Ich habe jetzt keinen Bock auf ein Video. Bla. Möchte das Tutorial verlassen? Brauche ich eigentlich nicht, oder? Ich verlasse das scheiß Tutorial auch. Es wird ja so schwer, seine Waffe auszurüsten. Guck, da gibt's es. Schmetterschwert, Eisenkatana, das Jägermesser, Zwillingsdolche, Eisenhammer. Protokommission. Eisenhammer klingt ja cool. Eisenlanze, da hat er so eine Lanze und ein Schild. Ja, Eisengewehrlanze, Eisenlanze, Metalldudelsack. Ja, cool. Eisenbogen. Okay. Angriff 184. Und was hat die Zwillings, der Eisenhammer 418. Weil ich finde das auch so witzig, einfach Leute. Eisenlanze 184. Also ich nehme die Katana. Und wie es gesagt. Ja, aber. Hä? R2. Aha. Schärfe. Ah! Okay. Alles klar. Verteidigung. Ich hab meine Katana jetzt an. Gegen was? Meine Eisenkatana. Juhu. Rede mit dem. Was? Mit der Wildexpertin. Das erhöht deine Verteidigung gar nicht. Warum? Ah, ich dachte, du könntest, wenn du ein Schild trägst, deine Verteidigung erhöhen, aber das tust du ja gar nicht. Hä? Ich dachte, wenn du so ein Schild trägst, dann erhöhst du quasi deine Verteidigung, hätte ich jetzt gedacht. Nee, das ist, glaube ich, nur für Optik. Gut, du kannst halt blocken. Du kannst halt besser blocken und so. Ich kann halt nicht blocken. Also ich kann blocken, aber das bringt mir einen Scheißtrick. Ja, dann weiß ich, was ich mache. Was denn? Oder? Wobei, der sieht scheiße aus. Komm. Ich weiß schon. So, Kettenkopfschutz. Aha. Wollen wir uns lieber gegen Feuer oder gegen Wasser verteidigen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ach komm. Die Rüstung lasse ich erstmal an. So, jetzt habe ich. Alles klar. Bla. So, fertig. Genau. Da sitzt Starfield. Ja gut, dann sollten wir... Der Haushälter. Ja. Da ist ein Trainingsbereich. Zum Trainingsbereich gehen? Warte. Ich gehe mal ganz kurz zum Trainingsbereich. Ich mach das mal. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken, wie es ist, mit den Waffen umzugehen, so. Oh, wie viel muss ich jetzt eigentlich bei dieser Folge schneiden? Einmal da am Anfang Charaktererstellung. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, wenn wir noch ein halbes Stündchen aufnehmen. Oh. Tutorial. Nein. Okay. Weiter. Ich hab doch weiter gedrückt, du Mongo. Okay, schließen. Nein! Verdammte Scheiße! Willkommen, schlage auf die verschiedenen Objekte in der Umgebung im Gefühl. Ja. Weiter. Möchtest du das Tutorial verlassen? Nein. Aber wenn ich weiter drücke, sagt er mir, ich soll es verlassen. Wenn ich O drücke, soll ich es auch verlassen. Dann drücke ich jetzt einfach weiter. Okay. Fickt euch. Gehen wir die Anlagen des okay. Erstens, so. Halte deine Schwert, vorwärts zieht. Die Energieklinge hat zwei Formen. Aha. Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. Ja.
Oh, wow. Oh. Alles klar. Ich hab direkt mal ein bisschen live verloren. Dahinter rennt Garfield hinter mir her. Ah, okay. Ist ja auch mal was. Ach, der hat ein neues Bombenfass geplantet. Okay. Ist das Standard-Tieb? Dann gibt's R2 ist Punk. Sehr schön, das werde ich ziemlich oft einsetzen. Und Morph. Oh, ja, ich wie ja geil! Keinen... Wie Ach, geil! Du hast die Morph-Axt genommen. Ja. Alles klar. Das ist ja cool. Okay, da habe ich genau die richtige Waffe genommen. Wie geil! Ja gut, ich weiß jetzt wenigstens auch, was ich zu tun habe. Finde ich gut. Ja, also ich brauche Dreieck. Also das mit dem Morphe, das ist schon extrem sick. Ja, ich habe auch... Das sieht geil aus. Ich kann ja auch meine Klinge aufladen. Okay. Schwert-Grund-Kombo. Das plus das und das, das. Ja, aha. Ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich bin rausgegangen. Warte. Also ich bin schon in der Stadt. Okay. Okay. Und letzte Combo. L plus Dreieck. Oh, oh. Aha. Ja, alles gut. Ich weiß Bescheid. Jetzt wieder raus hier. Wie gehe ich denn hier raus? Einfach nochmal mit dem Mongo quatschen, oder? Genau. Gehst du zurück in deinen Raum, Miauster? Miauster? Miauster. Wegen Meister. Ja, verstehst du? Ich weiß, ich weiß. Witzig. Sorgungslager, besorgt dir alles, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deinem Wildexperten in der Kantine, um dich für eine Quest zu melden. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt noch ein bisschen hier umgucken und so ein Shit. Scheiß auf, ich will endlich mal loslegen hier. Was ist denn das hier? So, das ist der Kommandant. Wir reden. Ah. Ja, wir müssen jetzt erstmal mit Wildexpertin reden. Das ist ja offensichtlich ihr Name. Direkt, wo ich raus bin, auf der linken Seite, kann man den Kommandanten sprechen. Ah. Das ist ja cool. Also die Ladebalken in dem Spiel sind schon echt herbelang, ne? Ach, Anführer des Feldteams. Ja, das freut mich. Wildexperten sehen sich die Hinweise. Okay, war schlau, sagt er mir nix. Aber trotzdem will ich mit den Leuten reden. Da, ihr Mongos. Ist das? Ah, der Versorgung, das Versorgungslager, okay. Die Waffe kommt, das ist jetzt kurz. Ah, da gibt's eine Quest beim Kommandanten. Ja. Achso, der Versorgungslager. Ah, okay, da kann man Sachen kaufen. Tränke, Gegengifte, Aestra Jerky. Steckt die natürliche Heilungskräfte und stoppte Blutungen. Ah, hier gibt's Fassbomben. Und auch normale Fässer. Habe ich jetzt EP gekriegt? Boah, wie schnell der laufen kann, wenn der nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Bremsern begleitet wird. Questtafel gibt's hier auch, okay. Gott, wie groß ist denn bitte diese Treppe? Das sind einfach Asiaten, die können Treppen bauen wie kein zweiter. Treppen und Mauern. So. Ach, sie, oh, ganz schön. Wo ist sie denn? Ah, da. Hallo. Genau zur rechten Zeit. Ah, ja. Rom, wo bist du jetzt? Bist schon bei ihr? Ja. Ja gut, ich bin hier gerade noch am Rumrennen und gucke. Neue Quest bekannt machen. Ja. Aufgaben. Die Jakras des Uralten möchte diese Quest annehmen. Quest akzeptiert. Ja, so, jetzt kann ich ein bisschen durch Alter. Ich will ein bisschen durch Astera rennen. Da gibt's noch ein paar Quests.
Miaus Cholera Koch. Ah, okay, okay. Das ist cool. Ah, da gibt's die Buffs. So, alles klar. So, ab jetzt können wir uns in Gruppen zusammenfinden. Hast du schon mit ihr geredet und dann wird das gesagt? Ja. Hier steht Barbarossa, Dr. Dom Imig, Vorbereitung. Gruppenmitglieder 1 von 1. Ab dann können wir uns in Gruppen zusammenfinden. Ab dem Zeitpunkt, ab dem diese erste Quest auch angenommen wird. Zack. Aufgaben. Quest annehmen. Ja. Zack. Quest akzeptiert. Zack. Alles klar. Peridon. Ja, jetzt müssen wir uns noch irgendwie da zusammenfinden, ne? Ich glaube, die erste Quest. Das müsste eigentlich gehen, warte. Wie? Ich weiß aber nicht wie. Ich auch nicht. What the fuck? Öffnet den Abreisebildschirm, okay. Möchtest du irgendwas aufbrechen, drücke R, um Quest aufzubrechen. Was soll ich machen? Achso, da steht auch Gruppenmitglieder 1 von 1. Ich glaube, das ist nur, es geht nur alleine. Okay. Denke ich. Hoffen wir es mal. Nein. Ja, dann aufbrechen. Los geht's. Wie denn? Achso, ja, okay, jetzt check ich's. Okay. Hast du gecheckt? Ja, ja, ich weiß jetzt auch, um was geht. Zeitlimit 50 Minuten. Ja, das sind alle Quests, glaube ich. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Okay, dann babbel mal, Alter. Ziel, um die Quest zu erfüllen. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, schauen wir auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. 7. Weißt du noch, die kleinen Monster? Scheiternbedingungen, Ohnmacht. Sie waren irgendwo hier. Belohnungsgeld. Willst du mal nachsehen? Ja, passt schon. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission. Ja, ich weiß, wie das geht. Wir sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was. Ja, 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 ja. Ich weiß, wie das funktioniert. Bewegen. Das brauche ich nicht. Guck ich mal in die Vorratstruhe. Was haben wir denn da? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hey, Partner. Okay, nehmen wir mit. Hab ich. Nichts kann uns aufhalten. Los geht's. Ja gut. So, erstmal Waffe gezogen. Objektbalken. Aha. Sei vorsichtig. So, ich hab erstmal. Da ist Garfield. Halt deine Waffe vor dem Angriff. Waffe bereit. Ziehen. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Warum packt die Waffe? Oh. Kraut. Ich hab was gelootet. Ja, wunderbar. Boah, das war zwei Sachen stellen. Schon. Okay. Da. Hier drüben. Hier drüben. Ja, schrei doch noch lauter. So, du kannst das looten. Als Schleudermunition nutzen. Großartig, um looten und leveln. So. L2, Schleuder zielen. Hier drüben. Aha.
Achso, du bist schon weitergelaufen. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Boah, 4 HP. Oh, das sind viele. Ciao. Aber bist du schon am Kämpfen, oder was? Ja. Oh, warum sind das denn so viele? Ich hab Schaden gekriegt. Oh, geil, ich hab einen getötet. Boah, ist der Typ langsam, Alter, leck mich am Sack. Ja. So, ich hab jetzt. Lauf doch, Typ! Von diesen Jagras-Viechern. Ja. Bei mir läuft der Spaß hier noch rum. Ich lauf jetzt erstmal mit dem Idioten dahin. So. Erstmal looten. Okay, das hätten wir. Ja, ich weiß, wie man mich macht, du Sack. Hier drüben. Oh, Bergbau. Cool. Wohin müssen wir jetzt? Diese Wildexpertin, Alter. Hör mal, meine Freunde. Bam, bam, bam. Ach, oh, shit, das war ein bisschen blöd. Ist das eine Höhle? Ich nehme mal so einen geilen Trank. Ja, okay, war nicht nötig. Warte mal, ich muss looten. Oh. Oh shit. Wow. Das ist Sparta! Was holt der rum, der Wichser? Wo sind die jetzt angeblich hingelaufen? In so eine Höhle. Ach so. Einen brauche ich noch. Bastard. Erstmal looten. Ich bin jetzt auch erst in die Höhle, aber. So. Ja, ich habe ein bisschen Life verloren. So. LOL, was war das, Alter? Was hast du getan? Ups. Der Wichser ist. Ich bin gerade voll in die Luft gesprungen, Alter. Hab dann Salto gemacht und bin auf den Gegner drauf. Nice. Nutze, was du kannst. Ja. So. Attacke. Ey, lass mich jetzt erstmal schön in Ruhe, ne? Penner. Bam, 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 bam. Oh, jetzt hat er mich umgesprungen, der Wichser. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Okay. Jawohl. Den töten wir jetzt aber auch noch, weil er mir auf den Sack geht. Ja, hau erstmal die Mauer platt. Okay, geschafft, geschafft, geschafft. Blocken, blocken. Juhu! 40 Sekunden noch. 40 Sekunden für was? Bis Quest abgeschlossen wird. Also läuft automatisch dann ab. Ah.
Knochenhaufen. Ja, nice. So, ich habe einen alten Knochen aufgesammelt. Das ist cool. Quest erfüllt. Yay. Quest erfüllt. Ist aber cool, dass die Gegner dann einen nicht mehr angreifen, aber man kann die Wichser dann immer noch attackieren. So, 6 Minuten 7 habe ich gebraucht. Questbelohnung. Jackerschuppe. Brauchen wir die? Seltenheit 4. Das klingt nicht so selten. Oh, doch, ist gar nicht so. Damit kann man immer noch Waffen und so machen, gell? Deswegen ab in die Objekttruhe, würde ich dann sagen, ne? Also, die Erze packe ich auf jeden Fall in die Objekttruhe. Ja. Am besten immer alles in die Objekttruhe rein. Und falls du irgendwas mal nicht brauchst oder so, kannst du ja immer noch verkaufen. Ja. Hast du auch so Erz gefunden zum Hacken? Ja. Hast du Malachiterz gekriegt? Ja. Das Zeug war in dem ersten Teil, wo ich gezockt habe, übertrieben selten, die Scheiße. Jawoll. Jawoll, Level 2 für Garfield. Das Kätzchen, Garfield. Dazu würde ich gerne mal wissen, wie wir uns verbinden können, dass wir zocken können. Ja, das wäre jetzt der spannende Punkt. Chat Audio für Party hat Priorität. Das freut mich. Also bist du der Party beigetreten, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, dass du der Party beigetreten bist. Guck ich mal. Kannst Party jetzt über Online-Sitzungen mit anderen Spielern zum Quest aufbrechen? Möchtest du den Sprachchat-Funktion jetzt aktivieren? Nein. Jawohl. Da sind jetzt so viele der Online-Sitzungen beigetreten. So, jawohl! Endlich! Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, oh, wow. Lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Ja, ja. Schmieden. Aber vorher. Anmeldebonus. Ja, habe ich auch gekriegt. Ein Bonusobjekt und ein super Glückgutschein. Okay. Okay, krass. 5 Billionen Objektpaket. Okay. Okay. Jetzt würde ich aber gerne mal mit jemandem Spielerliste. Wow. What the fuck? Okay. Chat. Okay. Alle. Ach so, okay, so geht das. Okay, cool. Ah, warte. So. Ich hab's gefunden. Echt? Ja. Hast du eine Einladung bekommen? Habe ich Einladung bekommen. Und zwar, wenn du das Optionsmenü öffnest, dann nach rechts gehst
auf auf Kommunikation und dann mit einem D-Pad runter steht da einen Freund einladen. Dann geht das. Moment, beitreten. Du musst dein aktuelles Spiel verlassen, um dieser Sitzung beizutreten. Nicht gespeicherte Fortschritte gehen verloren. Dann gehen wir trotzdem fort. Nein, noch nicht. Also gehe ich erstmal kurz speichern. Ausruhen. Dein Raum, ne? Dein Raum speichert er, oder? Junge, dein Raum. Ich weiß, es speichert automatisch. Das ist ja klar, aber. Das ist dir ja wohl klar. Das ist dir ja wohl dir klar, so. Da ist jetzt Garfield und. Wusstest du, dass du der Schmiedeausrüstung für mich herstellen kannst? Ja, jetzt schon. So. Jetzt kannst du mich ja einladen. Wie war das gewesen? Wo musst du dich einfach drauf? Öffnest Optionen? Ja. Dann, na, bei Kommunikation, also das zweite von rechts. Ja, ich sehe. Dann steht da unten einen Freund einladen. Ich lade dich mal lieber ein. Ja. Dann haben wir auch nicht das Problem. Irgendwas. Ist ja, irgendwas passiert. Wir sind aber schon dem Ende der ersten Folge ziemlich nah, ne? Ja, ich würde auch sagen, gleich mal hier Feierabend und dann nicht genug kurz zur Schmiede und immer abchecken. Ja, das machen wir jetzt. Na! Was? Ich nehme nochmal deine Einladung an. Ja, gut. Ja, beitreten. So. Ja. Ach, die so, wollen ich sogar. Dir bei. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Ja, WLAN-Speicherdaten. Hier. 59 Minuten schon gespielt, ey. Und eigentlich nichts erreicht, auch so ein paar Jakras getötet. Ja. Jetzt siehst du gleich Garfield. Ja, stimmt. Was hat denn das eigentlich für ein USK, das Spiel? 12. Echt 12? Okay, krass. Nein. Boah, Alter, diese Ladebalken. Also, der erste Eindruck von dem Spiel ist echt ziemlich cool. Ja. Finde ich, das sieht echt super hübsch aus. Aber diese Ladebalken gehen mir jetzt schon auf den Sack, ne? Ja. Die sind gefühlt 100 Jahre lang. Ja. Gut, dich zu sehen. So. Ja. Bla, bla, das hatten wir schon. Bla, 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 okay. Bla. Ah, cool. Kannst du zum Beispiel nur ein Ja. Nein, jetzt ist die Sprachfunktion aktiviert. Ups. Lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. So, auf zur Schmiede. Aha. Wo bist du? Ich bin in der, ich stehe in der Schmiede. Wo ist denn die Schmiede nochmal? So, ich habe jetzt mal. Warte, ich Schmiede gerade mal übernehmen. Das mache ich direkt mal. Vom Chefökologen. Sag mal, bla, Waffe ist bla, kack. Bla, 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 bla. Boah, ich nenne den Instructor Allen. Bla. Chiller. Bla, bla. So. Neues Tutorial. Das machen wir irgendwann demnächst. Nein. Schmiede. Da lang. Ah. Jetzt hier lang. Du bist gerade in der Schmiede, hast du gesagt? Ja. Gut. Ich. Jetzt auch. Hallo. Ausrüstungsladen. So. Ja, schauen wir mal. Okay, das ist zwar stärker und so, aber ich hab keinen Bock. Rüstungen.
Ketten, Jägerset, Knochenset. Rüstung, genau. Kettenset. Ja, das ist genauso stark wie das, was wir anhaben. Also eigentlich alles Kacke. So, das nächste ist halt dieser Jägerkopfschutz und Knochenpanzerung. Ich würde mal gucken, ob wir was herstellen können. Halt gegen Wasser ist das scheiße. Ausrüstung verbessern. Nein, das will ich nicht machen. Die Rüstungsteile, die will ich lieber für später behalten. Okay. Und tschüss. Eisenerz wurde in die Objektruhe geschickt. Jawohl. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich stehe immer noch hier. Ich stehe genau in der Schmiede. Boah, ist ja hammeröde. Steht auch Barbarossa aus der Sitzung beigetreten. Ja, richtig. Oder neues Tutorial. Ich stehe jetzt in der Schmiede. Ich stehe auch in der Schmiede. Warum sehen wir uns denn nicht? Das ist ja blöd, ey. Ich check das. Eigentlich müssten wir uns sehen. Ach, also man muss sich sogar tatsächlich sehen, ne? Ja. Und das ist nicht nur so, dass man bei Quests zusammen unterwegs ist. Grüße. Bla, 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 bla. Alter, labert er viel. Okay. Anmeldebonus. Das habe ich doch schon bekommen. Aber danke, dass ich es nochmal krieg. So. Da kann ich dich. Ich weiß jetzt auch, wie ich dich zu einer Jagdgruppe einladen kann. Ja. Da steht auch zu einer Jagdgruppe einladen. Aber ich kann das nicht. Da ist ein X bei dir. Da ist ein X bei mir. Ja. Wie läuft die Jagd? Warte, Jagdgruppenverwalterin. Bla bla bla. Wiedersehen. Okay. Ist das X jetzt weg? Warte ganz kurz. Du bist jetzt hochgegangen bei dem Questing oder was? Nee, ich war bei der Bildexpert. Nee, da war ich noch nicht. Okay, wo bist du hin? Ich war bei der Jagdgruppenverwalterin und hab mit der gelabert. Das ist das Mädel da. Was? Das ist das Mädel. Ja, welches also, Mädel? Das ist auf jeden Fall ein Mädel, das stimmt. Das ist halt die Jagdgruppenverwalterin. Die steht da einfach rum und macht nichts anderes. So, jetzt bin ich hier in der Kantine. Ja, in der Kantine. Bla bla. Nee, das ist die Wildexpertin. Ach, ja, neue Quest hinzugefügt. Pilzeinsatz. Liefere 20 Gourmet-Pilzhüte. Ja, mach mal. Zack. So, die Wildexpertin. Ich stehe jetzt bei der Wildexpertin. Ich stehe auch bei der Alte. Ja, dann nehme ich das mal an, ja? Warte ganz kurz. Ich stehe zwar bei der. Warum höre ich mich jetzt doppelt? Hast du zufällig das Mikro eingesteckt oder so? Nein. Okay. Keine Ahnung. Nee, jetzt höre ich mich wieder nicht. Okay, wo soll die blöde Kuh sein? Welche Potze. Blöde Kuh? Die Hure da! Die Wildexpertin. Ja. Nein, die andere Fotze. Die Jagd, keine Ahnung, die stand irgendwo rum. Da war halt ein Ausrufezeichen bei der. Und dann bin ich da hingerannt und hab gesagt, ja, bla, bla, bla. Und dann ja, bin ich wieder gegangen. Hab ich nicht gemacht. Warte. Gucken wir mal, wo die ist. Also. Ist auf jeden Fall nicht in der Kantine. Ja, ich würde halt gerne mal wissen, wie zum Fick ich. Ja, das wüsste ich ehrlich gesagt auch gern. So, da steht der Chef-Onkologe. Wo steht die Bitch denn? Da! Alles klar. Du gehst die Treppe runter von der Kantine aus, ja? Rechts. Links die Treppe. Die am nächsten an der Wildexpertin dran ist. Ja, das ist die auf der linken Seite direkt. Genau, die lange Treppe. Ja? Genau. Die ewig lange. So. Okay. Wenn du da unten bist,
Ja. Gehst du nach links? Direkt wieder nach links? Und dann läufst du genau auf die Bitch zu. Die Jagdverwalterin. So. Runter die Treppe. Dann nach links. Und dann nochmal links. Ach, da oben stehst du, glaube ich. Ja, hier ist er. Ah, okay. Und dann kannst du mit dem Fahrstuhl fahren. Zum Beispiel, ich fahre jetzt mit dem Fahrstuhl zur Kantine. Ja, habe ich auch schon gemacht. Jetzt will ich gucken, ob ich verfickt nochmal dein, ob ich es hier annehmen kann. Ja, möchte ich. Nein, das war das Falsche, das wollte ich nicht machen. Damn it. Okay, du bist in keiner Jagdgruppe. Ach, Tatsache! Ja, warum sehe ich das auf einmal nicht mehr? Das ist doch voll behindert. Bei dir ist immer noch ein rotes Kreuz. Warte, wie geht das denn? Jagdgruppen. Du bist in einer Jagdgruppe. Zu einer Jagdgruppe einladen. Einer Jagdgruppe beitreten. Ja, vielleicht sollte man erstmal eine Jagdgruppe erstellen. Das geht wie? Das weiß ich nicht. Vermutlich hat uns das die Jagdgruppenverwalterin erzählt. Aber wir halt Brain AFK, bla bla bla. Gedrückt. So. Nee. Nee, Jagdgruppe ist glaube ich sowas wie eine Gilde, oder? Ja, aber trotzdem, wie können wir denn zocken? Ich würde es gern testen. Ah, Options. Da haben wir ein Ausrufezeichen. Gildenkarte. Empfangen. Ha! Alles klar. Was? Möchtest du die Gildenkarte aufnehmen, ja? Möchte ich. Drück mal Option. Ich hab dir eine geschickt. Ja, richtig, die habe ich auch bekommen. Ja, warte ganz kurz. Verschicken. Zack. Gildenkarte verschicken. Ja. Zack, so. Das haben wir. Warte ganz kurz. Ja. Ich erstelle eine neue. Erstellt eine neue Online-Sitzung. Ich erstelle gerade eine Online-Sitzung. Aha. Jetzt habe ich eine Online-Sitzung erstellt. Ja. Ich glaube, jetzt kann ich dich einladen. Ich habe auch auf privat gemacht, die Sitzung. Das heißt, ich kann nur einladen. Ja. Periton hat die Online-Sitzung verlassen. Ja, warte ganz kurz. Option. Heißblütiger Vierer, das klingt wie der schlimmste Pornotitel aller Zeiten. Na, ganz kurz. Ja, Gruppe. Ich hab doch eine erstellt. Na, nee, das. Alter, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alter, ohne Spaß, ich krieg gleich Kotzen. Warte ganz kurz, ich latsch nochmal ein. Hier jetzt mit der Online-Sitzung. Möchtest du Monster Hunter Online spielen, Mami? Ja, beitreten. Ja. Daten werden geladen.
Oh nein. Was? Jetzt darf ich gleich die ganzen Quests wieder alle neu mich palabern lassen. Trotzdem, ich check's nicht, warum wir zusammen zocken können. Das kratzt mich mega hart an. Ich weiß es auch nicht. Ja, mach mal die Quest bekannt. Du kannst abgeschlossene Aufgaben nicht wiederholen, Mami. Ja, ist doch cool, ey. Ich hab immer noch den Ladebalken des Jahrtausends, Mann. Alter. Ja. Bla, 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 bla. Ich muss mich erstmal wieder durch alles durchklicken. Okay. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, ich bin deiner Online-Sitzung beigetreten. Jetzt laber ich erstmal mit der Jagdgruppenverwalterin. Wie läuft die Jagd? Bla. Das Quest ist akzeptiert. Da steht auch wieder nur Gruppenmitglieder 1 von 1. Ja, weil ich die vielleicht noch nicht akzeptiert habe. Du hast sie jetzt bekannt gemacht? Ich muss jetzt erstmal noch zur Schmiede. Warte ganz kurz. Bla 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 bla. Schön, schön. Bla 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 bla. Oh nein, danke. So, jetzt rede ich mit dem Schmied. Bla 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 bla. Was ist das für eine Schmiede, by the way? Nein. Bla bla. Beenden wir mal die Folge, anstatt so dumm rumzuprobieren, ey. Ja, warte. Bla, okay. Tschüss. So. Jetzt kommt der Versuch. Jetzt gehe ich nämlich zur Kantine. Geh erstmal zu dem miauskulären Koch. Bla 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 bla. Danke. Ja, sammeln wir gerne. Anmeldebonus. Selben oder niedrigen, ja. Okay. Das ist cool. Bla. So. Mit Experten. Hey, Partner. Ist egal, warte ganz kurz. Questtafel. Oh Mann. Was mich schon mal nervt, ist, dass irgendwie keine Figur in diesem Spiel irgendeinen Namen hat. Ja, die heißen alle irgendwie so. So. Questschalter. Quest beitreten. Verfügbare Quests. Periton. Du kannst dieser Quest nicht beitreten, da du der Geschichte noch nicht weit genug folgst. What? What? Keine verfickte Ahnung. Red mal mit allen Wichsern. Red mal einfach mit allen Wichsern, nimm die Quest mal an, einfach. Ach so, ich muss die erstmal annehmen, ja. Vielleicht eine Idee. Fuck. Und das, wo ist das denn? Nimm das Kestodon-Gedöns an. Solche Optionen zu gelangen, das schafft man nicht. Von hier aus geht's weiter zu kommen. Bitte nur via Test PSN. Quest. Wir beginnen immer in Astrea. Da steht auch, wenn wir zusammen zocken, dann müsstest du direkt in Astrea sein und wir müssten uns sehen. What?
Das Barbarossa. Ja, so. Okay. Ja, hätten wir. Und eingeladen ist ja auch. Warte. Warte. Festschalte. Bla bla. Nein. What the fuck? Vielleicht müssen wir erstmal ein paar Quests machen oder so. Ich check's einfach nicht. Warte. Quest Info. Hey Partner. Festschalte. Quest-Tafel, ja. Quest-Schalter. So, die Quest wurde abgebrochen. Hm. Jawohl, jawohl. Wie wurde abgebrochen? Option Quest. Aufgaben. Bestätigen. Mehr Spieler. So, ich habe jetzt eine Mehrspieler-Quest angenommen. Quest akzeptiert. Und jetzt muss ich theoretisch... Ah! Du kannst erst nach der Abreise aufbrechen, oder? Hä? Ja, sobald abgereist wurde, soll das angeblich gehen. Hier steht Beitragbar nach der Abreise, wenn du auf auf Option drückst. Du kannst ja. Auf was? Pass auf, hier, das Guest Along. Du kannst ja Bereitschaft slash abbrechen. Ja? Du kannst ja auf die Taste da drücken. Ja? Dann drückst du da drauf und dann steht da dein eigener Name. Abreise wird vorbereitet. Ja? Und unten drunter steht Beitragbar nach der Abreise. Also ich soll erstmal das Quest machen. Nein. Ach, egal. Beenden wir diese Folge erstmal wirklich. Weil ich bin ja, verpisst euch, Leute, haut rein. ja, okay, das war nicht Kotzen, ganz so ey. Bis nächste Folge haben wir das Problem gelöst und finden heraus, wie und wann und was auch immer man tun muss, um eine Online-Sitzung so zu erstellen, dass es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, auch wenn es extrem Tutorial-lastig war. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns noch nächstes Mal wieder. Bis dann. Haut rein, ihr Penner.